Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen ja zu einem neuen Video. Und lass mich dieses Video mal bitte mit einer Frage beginnen. Und die Frage lautet ganz einfach: Würdest du dich selbst einstellen? Nehmen wir einfach mal an, du suchst einen Geschäftsführer, du wärst bereit, dem 5.000 bis 7.000 Euro im Monat zu bezahlen oder wie viel auch immer. Und du würdest dich auf diese Stelle bewerben. Würdest du dich selbst einstellen? Wie auch immer die Antwort jetzt lautet, ja, schau, Network Marketing, MLM, lebt zum größten Teil davon, dass die Menschen das nachmachen, was ihnen die Führungskraft vorlebt. Ja? Menschen orientieren sich in unserem Geschäft ja immer oder sehr häufig an ihrer Upline, an ihrer Führungskraft und schauen, was macht die Person. Nicht immer, was sagt sie, sondern was macht sie tatsächlich. Und so wie das bei Kindern, die Eltern sind, ja, so ist es im Network Marketing, ja, oft die Führungskraft. Und deshalb sei einfach da mal ehrlich zu dir, ja, wenn du dir die Frage stellst, ja, würdest du dich selber einstellen? Viele, die im Network Marketing ja starten oder loslegen, die haben immer so eine fixe Idee im Kopf, die wollen so 5.000 bis 10.000 Euro im Monat verdienen. Wenn du jemanden fragst, wie viel möchtest du denn mal verdienen, was wäre denn so ein Ziel, kommt sehr häufig 5.000 bis 10.000 Euro. Woher die Zahl dann auch immer kommt, aber das ist so ja ein Erfahrungswert, die Zahlen kommen immer, immer wieder. Und mal angenommen, ja, du müsstest dir jetzt selbst jeden Monat 5.000 bis 10.000 Euro zahlen, ja. Würdest du das wirklich tun? Ja? Und wenn die Antwort ja lautet, dann ist alles schick, dann ist alles super, weitermachen. Wenn die Antwort nein oder vielleicht ist, dann solltest du ja einfach mal drüber nachdenken, was würdest du denn von dieser Person erwarten? Ja? Was müsste die Person konkret tun, damit du ihr 5.000 bis 10.000 Euro im Monat zahlen würdest? Und das einfach mal aufschreiben, definieren und dann solltest du schnellstmöglich genau zu dieser Person werden. Du solltest schnellstmöglich genau das tun, was du eben da auf deinen Zettel geschrieben hast. In der Regel würdest du von der Person ganz einfach zwei Dinge erwarten. Ja, das ist einmal das Rekrutieren neuer Vertriebspartner und das Gewinnen neuer Kunden. Warum? Weil du als Geschäftsinhaber davon am meisten hättest. So, und wenn das der Fall ist, ja, dann solltest du schnellstmöglich genau zu dieser Person werden, weil die Menschen in deiner Organisation, die werden schauen, was du tust. Und wenn du jede Woche neue Leute sponserst, wenn du täglich neue Leute sponserst, dann werden irgendwann die Leute sich fragen, wie macht er das? Ja, dann werden die dich fragen. Und dann wirst du es ihnen sagen und sie werden es nachmachen. So, und was hast du dann am Ende des Tages? Richtig, eine Organisation, die von sich raus wächst, weil deine Partner ebenfalls rekrutieren. Ja, genauso verhält sich's mit dem Gewinnen neuer Kunden. Ja, also achte bei dem Aufbau deines Geschäfts immer darauf, dass du schnellstmöglich die Person wirst, ja, die du für dieses Geld einstellen würdest. Genau. So, ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Und wenn dem so ist, freue ich mich natürlich wie immer, ja, wenn du das Ganze mit deinem Netzwerk teilst. Alle Informationen, auch wie du mit mir oder mit meinem Team zusammenarbeiten kannst, findest du unterhalb, ja, des Videos. Einfach mal reinschauen in die Textbeschreibung. Ja, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen, wieder hören. Und ja, in diesem Sinne maximalen Erfolg, alles, alles Gute. Bis zum nächsten Video. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.